Sie versperren mit Ihren Beinen den ganzen Korridor, Wachtmeister. Muss das sein? Entschuldigung, Schwester. Nur ein bisschen eingenickt. Bett kann ich Ihnen nicht geben. Dazu müssten Sie krank sein, nicht bloß müde. Wann wird er denn wieder zu sich kommen? Was schätzen Sie? Von oben bis unten Schnittwunden und Quetschungen. Und am Kopf diese Beule. Das könnte eine halbe Stunde dauern. Mhm. Oder Tage. Was? Oder sogar Wochen. Wie schön. Na, da rufe ich wohl besser zu Hause an. Die Röntgenaufnahmen, Herr Doktor. Na schön. Sieht aus, als ob er bald zu sich kommt. Die Atemfrequenz ist leicht verändert. Dann wollen wir doch mal sehen, wie unser Dornröschen von innen aussieht. Erst den Schädel? Ja, bitte. Mhm. Mhm. Nein, keine Fraktur. Der ist ganz. Herr Doktor, er hat die Augen offen. Wunderbar. Hallo, können Sie mich hören? Sie hatten einen Unfall, aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Der Kopf wird wohl noch ein bisschen wehtun. So, jetzt leuchte ich mal eben in Ihre Augen. Das sieht ganz einwandfrei aus. Draußen wartet der Wachtmeister. Der kann ruhig warten. Hallo, können Sie sprechen? Wie heißen Sie? Meine Hände. Tun die weh? Schmerzen in den Händen? Das sind nicht meine. Sie haben sich den Kopf schwer angeschlagen, mein Lieber. Das sind nicht meine Hände. Spritze, Herr Doktor. Vorläufig nicht. Nicht meine. Nicht meine. Ganz, ganz ruhig, mein Lieber, ganz ruhig. Nur nicht aufregen. Das kommt alles wieder zurecht. Ach, da sind Sie ja wieder. Unermüdlich im Einsatz. Wann kann ich zu ihm? Er ist noch sehr durcheinander. Aber den Namen und die Adresse haben wir jetzt. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Hier, ich habe es Ihnen aufgeschrieben. Ach, danke, Schwester. Martin Robertson Spiller. Hm. So wie er bei klarem Verstand ist, sage ich Ihnen Bescheid. Im Moment meint er noch, er hat Hände, die nicht ihm gehören. Also, Mr. Spiller, nur ein paar Fragen. Ich bin Wachtmeister Thompson. Geht's Ihnen wieder besser? Es hämmert im Kopf. Das tut mir leid. Aber wir haben es gleich hinter uns. Und dann lasse ich Sie wieder in Frieden. Was wollen Sie wissen? Ganz knapp den Unfallhergang. Soweit Sie sich daran erinnern. Wer zu dem Zeitpunkt bei Ihnen war und so weiter. Ich erinnere mich genau. Ich war allein. Und was hatten Sie da zu suchen um die Zeit? Ich arbeite doch da. Da arbeitet niemand mehr, soweit ich weiß. Der Betrieb ist seit 10 Jahren geschlossen. Machen Sie keine Witze, Wachtmeister. Wir haben 22 Mitarbeiter. Aber an den Sturz über die Kante erinnern Sie sich. Die Kante? Über welche Kante? Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Sonst ist das da im Hochsommer knochentrocken. Aber nach den Regenfällen der letzten Wochen stand da unten das Wasser kniehoch. Das hat den Sturz abgefangen. Und doppeltes Glück, dass Sie mit dem Kopf so hoch lagen. Sonst wären Sie doch noch ertrunken. Was reden Sie da? Ich verstehe kein Wort. Aber Sie sagten doch eben, Sie erinnerten sich genau. Ja, ich saß in meinem Büro. Und plötzlich kommt dieser fürchterliche Schmerz im Kopf. Ich habe Sterne vor den Augen und dann ist es dunkel. Hm. Mr. Spiller, gefunden haben wir Sie in einem Tümpel am Fuß des alten Steinbruchs von Stain Green. Aber das ist... ist mir ganz unbegreiflich. Tja, dann machen wir jetzt lieber Schluss. Ich komme dann morgen wieder vorbei. Sie sind noch etwas durcheinander. Und was soll das heißen? Im Hochsommer? Wir haben doch erst Februar. Wie ich in die Stadt fuhr, lag noch Schnee. Der letzte matschige Neuschnee. Nein, Sir.
Wir sind im September. Ich erinnere mich ganz deutlich. Ich war früher als sonst im Büro. Ich hatte einen Besprechungstermin. Es war der 17. Februar 1982. Mr. Spiller, wir haben heute den 3. September 1986. Aber das kann doch nicht sein. Ich bin noch Martin Spiller. Direktor bei der... Was haben Sie, Sir? Meine Hände. Noch Kaffee? Nigel? Ja. Was hast du für heute vor? Die Firma Stiel hat angerufen. Sie haben ein paar Bilder reinbekommen. Mhm. Interessante Sachen? Englische Landschaften, angeblich 18. Jahrhundert. Lohnt sich schon, die mal anzusehen. Die rufen mich normalerweise nur an, wenn sie was haben, was sich lohnt. Für die würde ich noch lange nicht. Ach. Musst du mir das immer wieder unter die Nase reiben? Jeder kann mal einen Fehler machen. Oder zwei. Ja, und was hast du vor? Da wird ein Bauernhaus versteigert. Möbel und Hausrat. Ich will mir es jedenfalls ansehen. Sicherlich nur das übliche Mobiliar. Nicht so aufregendes wie alte Gemälde. Aber auch nicht so teuer. Gehört alles dazu. Wir sind nun mal in dem Geschäft. Ach, mir hängt dieser Hickhack um Einkauf und Verkauf allmählich zum Halse raus. Ich möchte endlich mal nur Hausfrau sein. Tut mir leid. Der Unterhalt einer nur Hausfrau, überhaupt einer Hausfrau, ist bei mir finanziell nicht drin. Ich geh schon. Ja? Ja? Augenblick. Für dich. Aha. Hallo? Nein, das nicht. Nicht direkt. Ich bin nicht Anthea Spiller. Nein, Anthea Carrington. Das schon... Oh mein Gott. Und wo? Oxford. Ja, danke, wiederhören. Stell dir vor, Nigel. Sie haben ihn gefunden. Er ist im Krankenhaus. In Oxford. Hier ist der Tee, Mr. Spiller. Wie bestellt. Danke. Bitte. Oh. Na, was ist denn? Ist so süß. Zwei Stück Zucker, hatten Sie gesagt. Ich dachte, sie hätte ich ihn immer getrunken. Und jetzt sind Sie sich nicht mehr so sicher? Aber nichts mehr. Wo ich die letzten 4 Jahre gelebt habe, was ich gemacht habe. Es ist, als ob man aus einem langen Schlaf aufwacht und weiß, man hat was geträumt, aber man kann sich nicht genau daran erinnern. Nur in einzelne Bruchstücke. Bilder. Dann können Sie sich doch an manches erinnern. Ich weiß eben nicht genau. Vielleicht sind es nur Einbildungen. Das Gedächtnis kommt wieder. Immer? Fast immer. Hat man meine Frau benachrichtigt? Mhm. Ich würde sie gerne mal sprechen. Die Polizei hat sich mit ihr in Verbindung gesetzt. Oh, morgen, Inspektor. Setzen Sie doch mal anständig hin, Mann, dass Sie nicht ständig den Durchgang versperren. Ja. Also, was haben Sie für Anweisungen bekommen? Tja, nur, dass ich seine Aussage zu Protokoll nehme, so wie er imstande ist, auszusagen. Aussage worüber? Wie er in den Steinbruch gekommen ist. Das hat sich erledigt. Von jetzt an sind Sie dafür verantwortlich, dass er sich nicht eigenmächtig entfernt. Ist das klar? Ja. Zu diesem Zimmer hat nur das Krankenhauspersonal Zutritt. Wenn das Zimmer verlässt, bleiben Sie an seiner Seite. Befindet er sich in Haft, Sir? Nur eine Frage der Zeit. Machen Sie mal keine Gedanken. Das kommt. Ja? Kriminalinspektor Mason. Ich möchte mich kurz unterhalten.
Mit mir? Mr. Spiller. Ach, dann lasse ich Sie jetzt allein. Aber bitte nicht zu lange, der Patient braucht Ruhe. Wie fühlen Sie sich denn? Total verwirrt. Da sind Sie nicht der Einzige. 4 Jahre meines Lebens. Einfach weg. Ich habe die Zeitung gelesen. Weckt das irgendwelche Erinnerungen? Sehen Sie hier. Maskierter Einbrecher überfällt Rentner. Ach, Sie wollen Geständnis machen. Ich mache keine Witze, Inspektor. Wenn da jemand käme und mir sagte, das waren Sie, wie kann ich mich verteidigen? Ich weiß ja nichts mehr von mir. Jemand, das heißt jemand wie ich, Kriminalpolizei. Ja. Aber Sie wollen ja nur klären, wie ich in diesen Steinbruch gekommen bin, nicht? Meinen Sie? Man muss sich zwar oft genug selbst um jeden Dreck kümmern, aber dafür reicht wohl der Wachtmeister draußen, diese Schuhgröße 48. Tja, dann muss es sich um etwas handeln, das in den letzten 4 Jahren vorgefallen ist, von dem ich nichts weiß. Gehen wir davon aus, dass Sie diese 4 Jahre im Winterschlaf zugebracht haben. Kein Grund zur Annahme, Sie hätten irgendwas Unrechtmäßiges getan. In diesem Falle. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, nichts zu wissen. Na, dann erzählen Sie mir mal, woran Sie sich als letztes erinnern können, Mr. Spiller. Fangen wir damit an. Das habe ich dem Wachmeister schon gesagt. Ich war in meinem Büro in der Bank. Da spürte ich plötzlich diesen rasenden Schmerz im Kopf. Und dunkel. Sonst nichts? Doch. Doch, da war etwas. Jetzt fällt es mir ein. In dem Augenblick, bevor das Bewusstsein weg war, empfand ich etwas wie Übelkeit? Verwunderung. Worüber? Weiß ich nicht. Nicht Angst? Oder Ärger? Ah, Verwunderung. Und das war am 17. Februar 1982? Ja, ich erinnere mich an alles. Ganz deutlich. Das Wetter, die Fahrt ins Büro, den Posteingang. Über 4 Jahre. Unglaublich. Für mich, als ob es gestern gewesen wäre. In der Bank erinnert man sich auch an den Tag. Kein Wunder. Passiert ja nicht alle Tage, dass einer der Direktoren verschwindet und erst recht nicht zusammen mit 100.000 Pfund in gebrauchten Scheinen. Darum geht es, Mr. Spiller. Klinische Amnesie, Gedächtnisverlust. Gar nicht so ungewöhnlich. Unter den vorliegenden Umständen im Bereich des Möglichen? Aber ja. Durch einen Schlag auf den Kopf tritt vollständiger Gedächtnisverlust ein. Bis infolge eines neuen physischen Schocks das Gedächtnis wieder da ist, unter Ausfall der Zwischenzeit. Ein geradezu klassischer Fall. Kann die Erinnerung an diese letzten 4 Jahre sich wieder einstellen? So gut wie sicher, über kurz oder lang. Das geht nicht auf einmal. Langsam löst sich der Nebel und die Erinnerung klärt sich. Sehr interessant. Faszinierend. Da muss die Arbeit Spaß machen als eine Art Detektiv ohne Verbrechen. Nur dass in diesem Fall ein Verbrechen geschehen ist. Sie ahnen schon meine nächste Frage. Ob ein Simulieren eindeutig nachzuweisen ist? Und? Nein. Großartig. Eine bequeme Ausrede schützt vor unbequemen Fragen. Statt zu antworten und sich in Widersprüche zu verwickeln, beruft man sich einfach auf Gedächtnisschwund. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, Herr Vorsitzender. Ich hatte diesen roten Nebel vor Augen. Und als ich wieder bei Bewusstsein war, lag meine Frau tot am Boden. Vielleicht ist sie gestolpert, hat sich den Kopf angeschlagen. Oh ja, ich hatte den Schürhaken in der Hand. Ich wollte nach dem Kamin sehen. Und stellen Sie sich vor, Herr Doktor,
Man glaubt es nicht. Der Richter nimmt es Ihnen ab. Sie haben ihm nachzuweisen, dass er sich strafbar gemacht hat. Dabei braucht er Ihnen nicht zu helfen. Sie meinen aber, er ist ein Simulant. Genau das glaube ich nicht. Aber Sie entschuldigen mich jetzt wohl, Inspektor. Ich habe ziemlich zu tun. Ach, Moment noch. Wie ist sein Allgemeinzustand? Ausgezeichnet. Sehr kräftig. Herz und Blutdruck normal. Durch Tätigkeit im Freien abgehärtet. Gebräunt. Schwielige Hände, ledierte Nägel. Landarbeit? Denkbar. Ich habe diese Typen erlebt. Die sahen genauso aus. Costa del Sol, Costa Criminale. Keine Auslieferung zu befürchten. Ganzen Tag in der Sonne, eigene Yacht. Das sind so Seglerhände. Das ist Ihr Gebiet, Inspektor. Geben Sie ihm nur Zeit. Er wird sich wieder erinnern. Die Zeit werde ich ihm verschaffen. Sagen wir 15 Jahre. Hat er Zeit genug, sich zu erinnern. An alles. So, Mr. Spiller. Dann wollen wir mal Ihr Bett schön machen. Also die Presse würde ich empfangen können. Presse? Na klar. Sie sind doch jetzt eine Berühmtheit. Nach Jahren gefasst. Bankdirektor saß an der Quelle. Endlich erlebe ich mal eine Berühmtheit auf meiner Station. Aber vergessen Sie nicht zu erwähnen, dass Sie Ihre Genesung nicht zuletzt der aufopfernden Pflege von Schwester Janice Talbot verdanken. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Naja, aber wissen Sie, ich kann schweigen wie ein Grab. Ja, nicht so von wegen ärztlicher Schweigepflicht, aber echt großes Ehrenwort. Also, wenn Ihnen wieder einfällt, wo das Geld versteckt ist, können Sie es mir ruhig sagen. Von mir erfährt kein Mensch was. Mein Gott, das wird behauptet. Na ja. Aber Schwester Janice, ich schwöre Ihnen, ich weiß nichts von Geld. Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Ja, aber dazu wäre ich niemals fähig. Stehlen, unterschlagen, Geld meiner Bank, niemals. Niemals, glauben Sie mir. Mr. Spiller, ich bitte Sie. Nur mit der Ruhe, es war doch nur Spaß. Sie dürfen sich nicht aufregen, nur ganz ruhig atmen. Sie können ganz beruhigt sein. Mit Geld ist mir sowieso nicht geholfen. Was ich brauche, das sind zwei neue Füße. Die kann man sich nicht transplantieren lassen. Nicht mal als Privatpatient. Hängt das so gerade? Jetzt stell das Bild schon ab, Nigel. Hör mir doch endlich mal zu. Ich hab zugehört. Aber entschuldige, wenn ich das sage, ich finde den Gedanken nicht gut. Aber er hat sonst niemanden. Da hätte er vorher dran denken sollen. Hat er sich einmal bei dir gemeldet? Die ganze Zeit? Die er verschwunden war und gelebt hat wie die Made im Speck? Er hat sich nie um dich gekümmert. Ich finde, du schuldest ihm überhaupt nichts. Wir waren 8 Jahre verheiratet. Ja. Bedeutet das nichts? Ihm anscheinend bedeutet es nichts. Liebe, sei doch vernünftig. Er kommt vor Gericht. Es geht um Veruntreuung, Gelder der Bank. Es braucht das Vertrauen der Kunden. Unser Geschäft hängt vom Vertrauen der Kundschaft ab. Wir dürfen mit ihm nicht in Verbindung gebracht werden. Das alles sieht ihm so gar nicht ähnlich. Er hing so an der Bank. Ich kann nicht glauben, dass er sie bestohlen hat. Und wenn du ihn besuchst, was wird passieren? Du wirst dich schuldig fühlen. Er hat immer dir die Schuld zugeschoben, das weißt du. Nein, meng dich da nicht ein. Überlass das der Polizei. Ich habe mich oft gefragt, was aus ihm geworden ist. Naja, jetzt weißt du's. Ich habe mir diese Bilder angesehen. Bei einem bin ich ziemlich sicher, dass es ein Harrington ist. Du hast den gekauft? Ja, aber nicht billig. 3.000. Oh. Immerhin, wenn er gereinigt und restauriert ist, müsste er 7, wenn ich Glück habe, 8 bringen. Vielleicht fahre ich am Wochenende mal kurz runter zum Wald und rede mit Aaron Teasdale. Der macht mir das, wenn er nicht zu viel zu tun hat oder zu betrunken ist. Nun, kommt die Erinnerung wieder? Sie wollen mich vor Gericht stellen? Aber sicher. Und wann? Wenn ich soweit bin. Was hindert Sie noch? Ich will die ganze Geschichte. Jede Einzelheit. Und wenn ich soweit bin, dann kriegen Sie die Anklage. Ich weiß, dass Sie es getan haben. Ich könnte jetzt schon den Staatsanwalt einschalten und Sie überführen.
Zwar nur durch Indizien. Doch das würde wahrscheinlich schon reichen. Aber wahrscheinlich ist mir zu wenig. Für Sie eine Ehrensache? Für Sie ein Kompliment. Wie haben Sie das nur geschafft, Spiller? Unser Netz war so dicht, dass keine Maus entwischen konnte. Aber Sie sind uns entschlüpft. 4 Jahre kein Mucks. Und dann kommt dieser Wachtmeister mit der Bitte, Mrs. Spiller zu benachrichtigen, dass ihr Mann in Oxford im Krankenhaus ist. Wie haben Sie es gemacht? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Was Sie wissen wollen. Der Arzt meint, für einen halben Tag können Sie nach draußen. Wir holen Sie ab und bringen Sie zurück. Dann können Sie sich wieder ausruhen. Wann geht es los? Gleich nach dem Essen. Ich hole Sie. Und wenn in der Zeit meine Frau kommt? Was heißt Ihre Frau? Die Frau, mit der ich seit langem verheiratet bin. Mit der waren Sie verheiratet. Ist dir etwas zugestoßen? Ja, so kann man es auch nennen. Sie hat sich von Ihnen scheiden lassen. Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Scheiden lassen? Bravo, Mr. Spiller. Ich gebe zu, Sie bleiben konsequent. Aber ich kriege Sie, Bursche. Es soll mir ein Vergnügen sein. Aber Mr. Spiller, Sie müssen doch was essen. Danke, nein, ich will nicht. Dann muss ich aber mit Ihnen schimpfen. Als Kind hatte ich manchmal den Albtraum. Es geht immer schneller abwärts und ich kann nicht bremsen. Ich sitze auf einem Schlitten oder auf einem Rad. Und unten ist eine Schaufensterscheibe. Oder der Rand eines Abgrunds. Das Gefühl haben Sie jetzt? Im letzten Moment bin ich immer aufgewacht. Aber ich weiß, wie mir dann hinterher noch das Herz klopfte. Wie mein Mund trocken war. Entschuldigen Sie den kleinen Jux gestern. Das war wirklich nicht böse gemeint. Das ist ja schon gut. Man muss einfach ab und zu mal Witze machen in diesem Beruf, sonst dreht man durch. Tut mir leid. Meine Frau hat sich scheiden lassen, behauptet er. Ich weiß. Ich habe mitgehört. Ich saß gegenüber im Schwesternzimmer. Das ist wie in dem Albtraum. Ich kann nicht bremsen. Das ist das Furchtbare. Es geht abwärts. Ich bin machtlos. Es wird immer schlimmer. Der will Sie doch nur verrückt machen. Da müssen Sie sich gar nicht drum kümmern. Widerlicher Kerl. Ah, da kommt der Berg zum Propheten. Hallo, Aaron. Wie geht's uns, Kulturschmarotzer? Sei friedlich, Aaron. Nicht immer die alte Platte. Das wusste schon mein Zeichenlehrer. Ihr Kunsthändler seid Leichenzehrer. Ach, Mann, ich gebe dir ja schließlich Arbeit. Ja, meine Arbeit, die nimmst du bloß. Für mich, um Geld zu machen. Immerhin lebst du von meinem Geld. Ach, du weißt ja gar nicht, was Leben ist. Für dich heißt das Profit, Provision, Umsatz. Für mich heißt Leben Schönheit und Anmut und Vertrauen und Mitleid. Das sind für dich alles Fremdwörter. Ich bitte dich, Aaron. Ich kaufe Bilder und verkaufe sie wieder. Das ist doch kein Verbrechen. Aber du malst sie nicht. Also, was willst du? Ich habe hier ein Bild an der Hand. Es müsste gereinigt werden. Wieder mal eine trauernde Witwe übers Ohr gehauen, was? Ich habe einen angemessenen Preis bezahlt. Wie ein Aal. Nicht zu fassen. Was ist denn das? Das wirst du mir sagen. Na, bring's rein ins Haus. Vor nächster Woche kann ich damit nicht anfangen. Ich habe noch etwas anderes fertig zu machen. Und mein Freitag ist weg. Verschwunden. Mein Freitag, der unten im alten Wohnwagen am Bach gewohnt hat. Der kannte die Wälder hier wie seine Tasche. Der wusste, wo die besten Holunderbeeren zu finden waren. Holzäpfel, Brombeeren. Sieh dir das an hier. Um das bisschen zu finden, habe ich den ganzen Morgen gesucht. Mein Freitag hätte den Korb in einer Stunde voll gehabt. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Hatte ihn ein paar Tage nicht gesehen. Da bin ich runter zum Bach gegangen. Ich dachte, er ist vielleicht krank. Da war verschwunden. Spurlos. Er wird wohl weitergewandert sein. Von irgendwoher gekommen war er und so ist er weiter irgendwohin. Ja, komm rein. Ich habe mir Rhabarber und Holunderwein gemacht. Kannst du mal kosten? Ja, heute lieber nicht, ein andermal. Ich hab's ein bisschen eilig. Also gut, ich übernehme das Bild. Mach, dass du fortkommst. Ich will dich nicht aufhalten. Du musst die nächste Leiche fleddern oder noch was Feineres. Sie wissen also, wo es hingeht. Ich kann es mir denken.
Sie sollen mir vormachen, wie sich das abgespielt hat und wie Sie an das Geld kommen konnten. Ihr Wagen stand verlassen auf dem Parkplatz. Ach, das wissen Sie ganz genau. Sie mussten doch einen Koffer haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Inspektor. Es wird sich herausstellen. So, da sind wir. Für 2 Uhr sind wir mit dem Direktor verabredet. Dem Direktor? Mr. Sylvester. Ihrem Assistenten ehemals. Das ist mir aber gar nicht recht. Mir unbegreiflich, dass die Zentrale sich darauf einlässt. Mr. Spiller ist noch nicht verurteilt. Noch nicht mal angeklagt, Mr. Sylvester. Und trotzdem, das gehört sich doch nicht. Was passt Ihnen denn nicht, Peter? Meinen Sie, ich nehme Ihnen den Schreibtisch wieder weg? Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Was ich nicht begreife, ist nur, dass Sie bei der Tat überhaupt nicht an mich gedacht haben. Das musste doch alles auf mich zurückfallen. Gewisse Leute waren der Ansicht, ich als Ihr Assistent hätte das kommen sehen müssen. Ich kann von Glück sagen, dass ich nach all dem Getuschel am Ende voll rehabilitiert dastand. Mein Gott, was müssen Sie gelitten haben unter diesen Belastungen? Ja, Ihre Belastbarkeit war ja nie so besonders. Jedenfalls größer als Ihre Standfestigkeit gegenüber Versuchung. Aber, meine Herren, wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen würden, Mr. Sylvester. Also bitte, es wird nichts schaden, aber ich sehe keinerlei Nutzen oder Notwendigkeit. Und vergewissern Sie sich bitte, dass der Schreibtisch abgeschlossen ist, damit nachher keine Büroklammern fehlen. Nun? Was nun? Wie war der Hergang? Wie soll er gewesen sein? Was hat sich hier verändert? Das Büro sah damals ganz anders aus. Egal, dann weisen Sie mich mal ein. Also, hier stand der Schreibtisch. Ich hatte mir die Tür aufgeschlossen, nach meiner Post gegriffen und stand dann etwa hier und sah sie durch. Hatten Sie die Tür hinter sich wieder abgeschlossen? Die Außentür, ja, das war Vorschrift. Und Sie waren allein? Wie ich meinte, ja. Sie sagten, Sie hätten diesen Schmerz im Kopf gespürt. Und Verwunderung, ja, Sie sprachen von Verwunderung. Da fehlt etwas. Ach ja, ich weiß, der Spiegel. Da an der Wand war ein Spiegel. Direkt vor Ihnen? Und Sie haben darin was gesehen? Irgendjemanden. Wen? Ich das wüsste. Ich weiß es nicht mehr. Naja, Ihre plötzliche Aussagebereitschaft musste ja mal zu Ende gehen. Sehr auffällig, Spiller, wie Ihr Gedächtnis Sie immer dann im Stich lässt, wenn es drauf ankommt. Sie muss einen Schlüssel gehabt haben. Wer? Diese Person, die ich im Spiegel sah. Die muss ja durch die verschlossene Tür gekommen sein. Und wer hatte den Schlüssel dazu? Sylvester, mein Assistent. Ja, ja, natürlich, auf den schieben Sie mal die Schuld. Um nicht gleich auf den Milchmann oder was, der Erzbischof von Canterbury. Was soll das? Ach, Sie glauben mir doch kein Wort. Ich habe letzte Nacht nochmal die alten Ermittlungsakten durchgesehen. Heute früh, genauer gesagt, schon nach Mitternacht. Da war eine Sache, die man nicht weiter verfolgt hat. Ein junger Mann, der da auf dem Parkplatz der Bank sein BMX-Rad testete. Der will 2 Männer gesehen haben, die in ein Auto einstiegen. Das ist nie protokolliert worden. Eines Teils deswegen, weil das Früchtchen erzählte, sein Vater wäre Clint Eastwood und sein Opa der Schrecken der Antiterrorgruppe. Und zweitens, weil Name und Adresse, die er angegeben hatte, nicht stimmten. Wie hat er die beiden beschrieben? Nur vermutlich sah der eine aus wie Sie und der andere wie Ihr Komplize. Den haben Sie nämlich im Spiegel gesehen, wen sonst? Dann die Beute versteckt, 4 Jahre im Ausland außer Reichweite.
dann zurückgekommen, um ihren Anteil zu kassieren. Tja, und dann darüber in Streit geraten. Und er schmeißt sie in den Steinbruch. Das Ganze scheint mir doch wesentlich glaubhafter als dieser ganze Quatsch von wegen Gedächtnisverlust. Hallo, Martin. Enzia. Ich weiß nicht, ob es richtig war zu kommen. Ich fühlte mich aber verpflichtet. Um Himmels Willen, Enzia, was ist denn passiert? Das weißt du genau, was passiert ist. Ich begreife nur nicht, wie du mir das antun konntest. Warum hast du nicht gewartet? Gewartet? Worauf denn? Du warst auf einmal weg, mit 100.000 Pfund aus der Bank. Vorher kein Wort, keine Andeutung, nichts. Von einem Tag auf den anderen weg. Da war mir klar, dass ich nie wieder was von dir hören würde. Du konntest dir doch denken, dass da ein Grund dahinter steckte. Was für ein Grund, das wusste jeder. Die Zeitungen waren voll davon. Und außerdem war ich dir doch nie wichtig. Das Wichtigste war dir immer die Bank. Und dir deine Antiquitäten. Und hast du mit diesem, wie hieß der noch, Carrington, ja, mit diesem Carrington zusammengesteckt. Auf dem Gebiet war ich dir jedenfalls über, nicht? Was wusstest du von Antiquitäten? Sie waren für dich doch nur mein Ersatz für das fehlende Kind. Das stimmt einfach nicht. Warum hast du nur nie geschrieben? Die Polizei hat das ganze Haus durchsucht, den Garten durchwühlt. Mich haben sie sogar der Mitwisserschaft verdächtigt. Ernst, ja. Ich habe meine Bank nicht bestohlen. Du machst dir keine Vorstellung, was ich durchgemacht habe. Die dummen Bemerkungen, das Getuschel, die anonymen Briefe. Alles mache ich wieder gut, Enzia. So wie sich die Sache aufgeklärt hat. An mir wieder gut machen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Enzia, ich dachte, wir könnten vielleicht, ja, wieder zusammenfinden. Zusammenfinden? Martin, ich bin noch verheiratet. Mit Nigel Carrington. Seit 2 Jahren. Mein Gott, das hast du nicht gewusst. Nein. Nein. Oh, wäre ich noch nicht gekommen. Ich habe ein paar Illustrierte mitgebracht. Ja. Jetzt gehe ich besser. Leb wohl, Martin. Ich werde nicht mehr kommen. Schwester Janice, wo ist mein Anzug? Bitte? Mein Anzug, den Sie mir für die Fahrt zur Bank gebracht hatten. Der ist wieder zurück in der Aufbewahrung. Was fragen Sie? Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich muss raus. Was soll das heißen? Sie sehen doch, was los ist. Ich tappe vollkommen im Dunkeln. Die können mir alles Mögliche anhängen und ich kann es nicht widerlegen. Ich muss dahinter kommen, wo ich die letzten 4 Jahre gewesen bin. Den Inspektor interessiert das überhaupt nicht. Und meine Frau? Meine geschiedene Frau hält mich ebenso für einen Verbrecher. Wenn sich keiner für mich einsetzt, kann ich es nur selber tun. Sie können nicht einfach gehen, wie Sie wollen. Ich brauche nur meine Kleider, weiter nichts. Und der da draußen, der auf Sie aufpasst? An dem komme ich vorbei, wenn Sie mir helfen. Ihnen helfen? Wie komme ich dazu? Da bin ich meine Stellung los. Aber Sie glauben doch auch, dass ich unschuldig bin. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe doch sonst keine Chance, es zu beweisen. Was der Inspektor mit Ihnen anstellt, das gefällt mir nicht. Na, der will Sie nur reinreiten, klar. Helfen Sie mir bitte. Es tut mir leid. Tut mir wirklich leid, wie Sie in der Patsche sitzen. Ich finde es scheußlich, dass Ihre Frau jetzt einen anderen hat. Aber was kann ich dafür? Warum heißen Sie mir Ihre Probleme auf? Besorgen Sie mir nur meine Sachen. Lieber Mr. Spiller, Sie dürfen mich da nicht mit hineinziehen. Man ist so schnell unschuldig verurteilt. Ich habe Ihre Sachen noch nicht in die Aufbewahrung zurückgebracht. Ich hatte noch keine Zeit. Sie hängen noch drüben im Spind. Oh, Schwester. Schwester Janice, das vergesse ich Ihnen nie. Was sagen Sie jetzt? Wer es glaubt? Aber nun mal praktisch. Wie komme ich an dem Wachmeister vorbei? Wenn das bei Ihnen wirklich Amnesie ist. Da können Sie ja draußen gar nichts klären. Sie wissen ja gar nicht, wo Sie anfangen sollen. Das ist es doch gerade.
Ich weiß es wieder. Etwas ist mir wieder eingefallen. Hier. Sehen Sie sich das an. Ja, aber was hat das mit Ihnen zu tun? Das muss ich Ihnen erklären. Als meine Frau mich besuchte, hat sie mir die alle mitgebracht. Nun sehen Sie sich diese Bilder hier an. Dass Sie das aushalten. Ständig, ohne Bewegung. Auf die Dauer ganz schön langweilig. Ich würde das nicht aushalten, ohne Unterhaltung. Was haben Sie denn da? Habe ich mir von Ihnen geben lassen, die Illustrierte. Das hier, das ist sehr interessant. Schöne alte Möbel. Ist die Oberschwester da drin? Und Bilder, Gemälde. Habe ich auch mal gern gemacht, malen. Und wie sind Sie dann Polizist geworden? Vögel habe ich am liebsten gemalt, schon auf der Schule. Immer bunte Vögel. Ja. Sehen Sie sich das an. So eine teure Kunstzeitschrift und da hat jemand zwei Seiten rausgerissen. Ja, das ist doch Vandalismus. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Wir machen uns einen im Schwesternzimmer. Und was ist mit ihm? Ach, der schläft. Na dann, warum nicht? Aber nur 5 Minuten. In einer Dachmansarde hungern, das ist heute nicht mehr Mode. Auch ein Künstler verlangt heute anständige Arbeitsbedingungen. Dagegen ist nichts zu sagen. Dann bitte verstehen Sie auch meinen Wunsch, Mr. Sylvester. In dieser Karte hier kann ich nicht arbeiten. Sehen Sie sich doch um. Eine Bruchbude. Ich kann mich hier nicht entfalten. Ich brauche ein richtiges Atelier. Ja, alles schön und gut, aber ein Geldinstitut ist nicht dazu da, die schönen Künste zu fördern. Gerade das sollte es tun. Das Kapital hat die moralische Pflicht, höhere Werte zu fördern, als nur seine Akkumulation. Da sind ein paar Punkte, die geklärt werden müssen, Mr. Teasdale. Zunächst einmal, was hätten Sie als Deckung für das gewünschte Darlehen zu bieten? Nun, dieses Anwesen hier, das Häuschen, reinstes gotisches Fachwerk. Ja, von Ihnen selbst als Bruchbude bezeichnet. Also keine ausreichende Deckung. Und wie stellen Sie sich die Tilgung vor? Sie kriegen Ihr Geld schon wieder. Wovon? Ganz einfach. Wenn ich den Atelieranbau habe, dann kann ich mehr Bilder malen und bessere. Kaum ein gesichertes Einkommen. Nun, kommen Sie schon. Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Riskieren Sie es ruhig. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich male Ihr Porträt. Da habe ich nicht nur Talent, auch Erfahrung. Unter diesen Umständen ist ein Darlehen nicht möglich. Fantastisch. Wenn ich Hamburger verkaufen würde, mit Sägemehl gestreckt und 200% Gewinnspanne, dann würden Sie mir das Geld hinten und vorn reinstecken. Dann wären Sie wohl auf unser Geld nicht angewiesen. Eines Tages, Mr. Sylvester, wird man sich um meine Bilder reißen. Und wenn Sie dann pensioniert und senil in Ihrem Wohnzimmer sitzen und drüber auf den röhrenden Hirsch am Waldsee starren, der dann bei Ihnen an der Wand hängen wird, dann denken Sie daran, dass dabei ein bisschen mehr Weitblick stattdessen ein Porträt von Ihnen hätte hängen können. Ein echter Aaron Teasdale. Ein Meisterwerk wie dieses. Mein Gott. Da staunen Sie, was? Wer ist das? Das ist mein Freitag. Einsiedler wie ich, unten im Wald, in einem Wohnwagen am Bach. Unheimlich, diese Ähnlichkeit. Sieht genau aus wie ein Mann, unter dem ich mal gearbeitet habe in der Bank. Mein Freitag und Bankmensch? Alles andere. Der ist ein anständiger Kerl. Wie lange kennen Sie ihn? Weiß ich jetzt nicht. So 3, 4 Jahre. Also, nun sagen Sie mal. Was soll ich sagen? Ja, wie ist das nun mit dem Darlehen? Ah, ja, das lässt sich wohl machen. Ja, das ist ein Wort. Ich kriege von Ihnen das Darlehen und Sie kriegen von mir, sagen wir, 6 Flaschen Quitten und Rhabarberwein. Extra 3. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie von dem Vorhaben nichts gewusst haben. Ich bin keine Gefängniswärterin, ich bin Krankenschwester. Sein Anzug noch im Schrank? Mein Wachtmeister beim Kaffee trinken mit Ihnen im Schwesternzimmer. Hat er sich zunutze gemacht? Tut mir leid. So, tut Ihnen das leid? Offen gestanden, nein. Im Gegenteil. Es wird Ihnen noch leid tun. Kann sein, Sie haben ihn in den Tod geschickt. Was soll das heißen?
Bei ihm ging's nie bloß um Schuld oder Unschuld. Bei ihm heißt die Alternative Gefängnis oder Begräbnis. Verstehe ich nicht. Dazu bin ich wahrscheinlich zu doof. Oh nein, Schwester. Sie sind sehr schlau, aber nicht schlau genug. Das Einzige, was mir noch fehlte, war die Klammer zwischen ihm und dem Geld. Jetzt bin ich soweit. Er hat die Bank beraubt, er mit seinem Komplizen. Und dann ist er 4 Jahre untergetaucht. Am Steinbruch, wo er unten gelegen hat, haben wir Reifenspuren gefunden. Sogar die Schleifspuren seiner Absätze, wo ihn jemand bis an die Kante gezerrt hat. Das sagen Sie jetzt. Sie wollten ihn doch nur hinter Gitter bringen. Ich gebe mich nicht zufrieden, auch wenn Spiller sitzt. Solange noch die Möglichkeit besteht, dass der wirkliche Schuldige noch in Freiheit ist. Nein, das steht für mich fest. Entweder hat er mit seinem Komplizen Streit gehabt, oder eine der Londoner Banden hat's auf ihn abgesehen. In beiden Fällen werden wir ihn nicht rechtzeitig finden. Was meinen Sie mit der Klammer zwischen ihm und dem Geld? Seine Frau hatte sich im Antiquitätenhandel versucht, dilettantisch. Zu viel gezahlt und zu billig verkauft. Sie war ziemlich verschuldet. Nicht lange nachdem er verschwunden war, konnte sie auf einmal ihre Schulden zahlen. In gebrauchten Scheinen. Aber er hat sein Gedächtnis verloren. Sie sind ihm auf den Dreck reingefallen, Beste, ich nicht. Seine Frau hat ihn hier besucht. Sie hat ihm Illustrierte mitgebracht. Auch eine Kunstzeitschrift, speziell über Antiquitäten und Bilder. Und? Da war ein Artikel drin. Über einen Mann, der alte Gemälde reinigt und restauriert. Auch ein Foto von ihm vor einer alten Karte. Und den kannte Spiller? Ja. Und auch das Haus, das kannte er. Aber das ging bei ihm noch sehr durcheinander. Er wusste nicht, wieso und wo und wann. Aber dass er da mal gewesen war, das wusste er genau. Wo ist dieser Artikel? Den hat er rausgerissen, mitgenommen. Und die Zeitschrift? Die hat ihr Wachtmeister. Er interessiert sich für Malerei, sagte. Hat immer gern gemalt. Das kann er haben, dafür werde ich sorgen. Das Revier wird er streichen, innen und außen. Menschenskind, Freitag. Da sind Sie ja wieder. Guten Tag. Ja, kommen Sie rein, alter Junge. Ja, wo haben Sie denn gesteckt? Im Krankenhaus. Wieso das? Ich hoffte, das könnten Sie mir erklären. Sie sind so verändert. Was ist denn passiert? Sie sind Aaron Teasdale. Ja, für Sie, Robinson. Das wissen Sie doch. Und Sie sind beim Freitag. Erinnern Sie sich nicht? Leider nein. Aber jetzt bitte die richtigen Namen. Sie heißen Aaron Teasdale und ich heiße... Wie? Ja, was soll denn das? Wer bin ich? Ja, wenn Sie mich so fragen, gut, das weiß ich nicht. Also gut. Fangen wir ganz von vorn an. Ich heiße Martin Spiller. Vor 4 Jahren bekam ich in meinem Büro einen Schlag über den Kopf. Und die Bank, deren Direktor ich war, wurde um 100.000 Pfund beraubt. Durch den Schlag hatte ich total das Gedächtnis verloren. Es kam mir erst vor etwa einer Woche wieder, als ich im Krankenhaus zu mir kam. Aber dafür hatte ich nun keinerlei Erinnerung mehr, wo ich die 4 Jahre vorher war, wie ich sie verbracht habe. Nun, das ist ganz einfach. Sie waren hier. Sie lebten in einem Wohnwagen im Wald, gar nicht weit von hier. Das wäre einfach, da haben Sie recht. Kompliziert wird es nur dadurch, dass die Polizei meint, ich habe das Geld entwendet zusammen mit einem Komplizen und ich hätte mich bewusst versteckt gehalten, bis die Luft rein war und ich anfangen konnte, das Geld auszugeben. Na, als Sie hier im Wald aufkreuzten, hatten Sie jedenfalls kein Geld. Sie waren unrasiert, verdreckt, nicht ganz klar im Kopf, brummelten vor sich hin. Haben Sie versucht, festzustellen, wer ich war? Also ehrlich gesagt,
Ich hielt sie für einen Landstreicher. Und was ging's mich an? Ich muss dieses Geld finden. Oder jedenfalls den, der es an sich gebracht hat. Ja, Moment mal, stopp, mein Lieber. Wenn Sie meinen, ich hätte es, dann sind Sie aber auf dem Holzweg. Da sehen Sie sich doch bloß mal hier um. Würde ich so leben, wenn ich die Masse Geld hätte? Warum nicht? Vielleicht haben Sie es nicht nur gern einsam, sondern auch so primitiv. Nee, nee. Erst gestern hatte ich einen Bankdirektor hier. Hä? Was ist? Der hat sie gekannt. Ich male noch an einem Porträt von Ihnen. Er hat sie sofort erkannt. Wie heißt er? Silvester hieß er. Mein Gott, der war mein Assistent. Tja, der weiß, dass Sie hier waren. Du meine Güte, Nigel, was machst du denn da? Ach, nichts. Wozu dann diese Unordnung? Überall Zeitschriften verstreut. Suchst du was Bestimmtes? Das ist nicht so wichtig. Na, bitte dann nicht. Ich wollte ja nur helfen. Du hast nicht kürzlich welche weggeworfen, oder? Welche was? Ja, welche von diesen Zeitschriften? Ich werde mich hüten, deine Zeitschriften wegzuschmeißen. Ach, eine kann ich nicht finden. Du erinnerst dich, die mit dem Artikel über Aaron Teasdale. Ach, die? Ja. War das die mit dem Damenbildnis von Reynolds auf dem Umschlag? Ja, ja, genau die. Wo ist die? Die habe ich Martin mitgenommen, ins Krankenhaus. Da hat er was zum Angucken. Was hast du? Hat die eine Zeitschrift, was soll's? Nun reg dich nicht auf. Na, Mr. Spiller, was hat Sie so lange aufgehalten? Sie, Inspektor? Also hier hatten Sie sich versteckt. Hier sieht's ja aus wie in einer Räuberhöhle. Der einzige Ausdruck, der passt. Diese Wohnwagen erinnern mich immer an unsere verregneten Ferien damals mit den Kindern an der See. Wie kommen Sie denn hierher? Machen Sie der lieben Schwester gar keine Vorwürfe. Sie meint's nur gut mit Ihnen. Na, wie wär's jetzt mit einem umfassenden Geständnis? Ich habe nach wie vor nichts zu gestehen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was passiert ist. Ich kann es mir zusammenreimen. Ich bin gespannt. An dem Tag damals, als das Geld verschwand, habe ich ihn im Spiegel gesehen. Ihn? Wen? Das weiß ich eben nicht. Aber gesehen habe ich ihn. Deswegen hat er mich mitgeschleppt. Vielleicht hat er die Absicht, mich umzubringen. Warum hat er es denn nicht getan? Er muss gemerkt haben, dass mein Gedächtnis weg war. Dass ich mich an nichts erinnern konnte. Also hatte er von mir nichts zu befürchten und hat mich laufen lassen. Und Sie sind einfach weitergelaufen, bis Sie auf diesen leerstehenden Wohnwagen stießen. Haben Sie es hier drin gemütlich gemacht? Für mich die einzige Erklärung. Sie machen sich's wieder mal zu leicht. Typisch. Wenn an Ihrem Gedanken was dran ist, durfte er Sie nicht freilaufen lassen. Denn eines Tages konnte, ja musste Ihnen die Erinnerung wiederkommen. Also musste er Sie zumindest im Auge behalten, unter ständiger Überwachung. Sie meinen Aaron Teasdale? Warum nicht? Und auch dann bleiben noch zwei Punkte unklar. Wieso dann der plötzliche Entschluss, sie doch umzubringen? Und was hat er mit dem Geld gemacht? Warum fragen Sie ihn nicht? Weil ich nicht an die Geschichte glaube, ganz einfach. Nein, Mr. Spiller, Ihre Fantasie in Ehren, aber ich halte mich weiter an Ihre Person. Verstehe. Sie wollen mich also verhaften? Nein, das nicht. Ich denke, am besten lässt man das Schicksal seinen Lauf nehmen. Wie meinen Sie das? Ich habe genug in der Hand, um Sie zu verhaften, aber mit letzter Sicherheit ist Ihnen nichts zu beweisen. Und ehe ich Ihren Freispruch riskiere, tue ich lieber mal nichts. Der Kerl, der Sie in den Steinbruch geschmissen hat, versucht es bestimmt nochmal. Diesmal vielleicht mit Erfolg. Und dann sind Sie tot. Und wir schnappen uns den Mörder. Das können Sie doch nicht machen.
Das kann ich wohl, es sei denn, Sie legen ein Geständnis ab. Dann müsste ich Sie natürlich verhaften. Aber ich habe es nicht getan. Tja, ganz wie Sie wollen, Mr. Spiller. Hier drüben, Sir. Gut gedeckt. Alle Mann auf Position? An den Wohnwagen kommt keiner ran, Sir. Unberufen. Wenn dem Spiller jetzt was passiert, dann geht's mir an den Kragen. Dann ist er nur sowas wie der Köder? Und außerdem unschuldig offenbar. Wenn er sich schuldig fühlte, säß er nicht mehr in einem Wohnwagen. Dann wäre er gewetzt wie ein Hase. Sie rechnen mit einem Anschlag heute Abend? Sicher, bevor er sich an noch mehr erinnert. Die Sprechverbindung einwandfrei? Jawohl, Sir. Alle drei Überwachungswagen haben sich gemeldet. Ziel 1 befindet sich auf der M4, fährt in westlicher Richtung. Ziel 2 noch am Arbeitsplatz. Ziel 3 in seinem Haus, anscheinend beim Malen eines Bildes. Von außen durchs Fenster klar zu beobachten. Haben Sie die Meldung im Radio mitgehört? Jawohl, Sir. Patient Martin Spiller aus dem Krankenhaus entwichen. Aufenthalt unbekannt. Sehr gut. Alpha Delta 2 ruft Alpha Delta Einsatzleitung. Alpha Delta 2, bitte kommen. Ziel 2 hat das Gebäude verlassen, Sir. Er steigt eben in seinen Wagen auf dem Parkplatz der Bank. Okay, unbedingt dranbleiben, dass Sie ihn bloß nicht verlieren. Alpha Delta Einsatzleitung ruft Alpha Delta 1, bitte kommen. Ziel 1 nach wie vor auf der M4 in westlicher Richtung fahrend. Moment, nein, er blinkt, will auf die K4 abbiegen. In dieser Richtung? Augenblick bitte. Jawohl, Sir, in Ihrer Richtung. Gut, bleiben Sie dran. Alpha Delta 2 an Alpha Delta Einsatzleitung. Ziel 2 hat gehalten, Sir. Wo? Trafalgar Road, Ecke Maple Terrace. Er verlässt den Wagen, biegt um die Ecke auf Maple Terrace. Na, na, na. Was denn los, verdammt? Haus, das Ziel 2 betreten hat, handelt es sich um einen Massagesalon, Sir. Ist das sicher? Ich könnte ihm nachgehen und das überprüfen, Sir. Nein, bleiben Sie draußen. Überwachung fortsetzen. Intimsphäre, Sir, wie? Bankdirektor müsste man sein. Alpha Delta 1 ruft Alpha Delta Einsatzleitung. Haben keinen Kontakt mehr, Sir. Ziel 1 nicht mehr zu sehen. Was? Da war ein Trecker vor uns. Überholen unmöglich. Er ist noch dran vorbei. Wie weit noch bis zu mir? Von hier bis zu Ihnen? 6 Kilometer, mehr nicht. Verdammt. Sehen Sie zu, dass Sie wieder rankommen. Alpha Delta 3 ruft Alpha Delta Einsatzleitung. Der Maler ist nicht mehr zu sehen, Sir. Die Vorhänge sind nirgendwo zugezogen. Er ist anscheinend nicht mehr im Haus. Durchsuchen das Haus. Sehen Sie zu, wie Sie reinkommen. Ich will wissen, wo er hin ist. Alpha Delta 1 ruft Alpha Delta Einsatzleitung. Wir haben den Renault Kombi gefunden, Sir. Geparkt in einer Schneise am Waldrand. Etwa 800 Meter von Ihrem Standort. Das Fahrzeug ist leer. Ich muss runter zum Wohnwagen. Wer ist da? Ich bin's, Mason. Machen Sie auf. Los, machen Sie auf. Ziehen Sie sich an. Was ist denn? Nun machen Sie schon. Nein. Entweder Sie nehmen mich fest oder Sie verschwinden. Da draußen schleicht sich jemand an, vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht. Sie sind in Gefahr. Was ist daran neu? Das hat Sie doch bisher nicht bekümmert. Das erkläre ich Ihnen später. Ziehen Sie sich an, los, kommen Sie. Ich leide an Gedächtnisverlust. Ich kann nicht auf Erklärungen warten. Erklären Sie es jetzt. Also gut. Es waren drei, die als Ihre Komplizen in Frage kommen oder sich Ihren Gedächtnisverlust zu Nutzen gemacht haben konnten. Wenn Ihre Behauptung stimmte. Aber erstens... Schnell, weg hier! Raus! Wir kommen nicht mehr an die Tür! Das hintere Fenster, machen Sie es auf. Es brennt. Das klemmt. Lassen Sie mich. Bei Ihnen also alles heil? Na gut. Wussten Sie vorher, dass er es war? Nein, erst als meine Leute ihn packten, wie er gerade die zweite Bombe zünden wollte. Ich hatte Sylvester schon mal im Verdacht, ob Sie es glauben oder nicht. Er hatte den Schlüssel, er konnte hinter Ihnen ins Zimmer gekommen sein, Sie bewusstlos geschlagen haben und dann gemerkt haben, dass Sie ihn im Spiegel gesehen haben. Sylvester? Unmöglich. Mr. Sylvester ist keineswegs so korrekt, wie Sie meinen. Aber gerade dadurch schied er heute aus dem Kreis der Verdächtigen aus. Dann war da dieser Maler. Aaron Teasdale? Ein paar Minuten, bevor dieser Cocktail durch ihr Fenster geflogen kam, war er verschwunden. Das jedenfalls war die Meldung, die ich bekam.
Das ist der Nachteil, wenn man hier draußen mit Polizei arbeitet, die nichts anderes kennt als die Großstadt. Kommt so einer gar nicht auf den Gedanken, auch mal in den kleinen Gartenschuppen zu gucken, weil da ja höchstens ein Fahrrad drin sein kann. Und da lag er drin? Ja. Eingeschnarcht, die Hosen runtergelassen, eine halbleere Flasche Holunderwein neben sich. Aber wie ist Carrington in die Bank gekommen? Er hatte ja schon seit längerer Zeit ein Verhältnis mit ihrer Frau. Er hielt sich sehr oft in ihrem Haus auf und da war es nicht schwer, an ihre Schlüssel zu kommen und Nachschlüssel anzufertigen. Und damit ist er mir nach und stand plötzlich hinter mir. Hat Ernst ja davon gewusst? Nein, das glaube ich nicht. Sie steckte durch ihre Antiquitäten in Schulden. Und als die Nacht der Tat plötzlich beglichen waren, musste sie annehmen, das hätten sie besorgt. Dann war es also Carrington? Ja, natürlich. Der hatte sein Konto enorm überzogen. Inzwischen schon wieder. Nach Aussage von Teasdale hat er erst letzte Woche 3.000 Pfund für ein Bild bezahlt, das nichts wert ist. Muss ein böser Schreck gewesen sein, als er merkte, dass sie ihn im Spiegel erkannt hatten. Und dann eine große Erleichterung, dass sie durch den Schlag ihr Gedächtnis verloren hatten. Und warum nach 4 Jahren diese Versuche, mich umzubringen? Jahrelang in der Furcht leben, dass ihnen die Erinnerung wiederkommen könnte, das geht an die Nerven. Und jetzt? Zurück mit ihnen ins Krankenhaus. Sie sind noch nicht auskuriert. Mit mir zurück an den Schreibtisch, zig Formulare ausfüllen in dreifacher Auswertung. Ich den alten Freitag beneide. Der hatte nicht viel Sorgen. Aber vom Leben hatte er auch nicht viel. Es muss anders werden, Mr. Spiller. Ich werde mal mit der Krankenschwester reden. Vielleicht fällt der was Hübsches für sie ein.